Es geht heute endlich weiter mit SpongeBob Schwammkopf und Battle for Bikini Bottom. Und wir machen heute weiter mit Häuschen Nummer 3. Ich habe jetzt kurz was gegessen und noch ein bisschen Probleme mit meinem PC gehabt, aber jetzt funktioniert alles soweit. Wir können also quasi durchstarten. Zahlen die 1500 glänzende Objekte. Wir haben ja fast 30.000. Ergo können wir natürlich auch das machen. Ich hoffe, dass wir es heute durchkriegen. Also zumindest das Spiel. Sandberg. Okay. Niemand ist schneller als ich. Meine Zeit auf dieser Piste ist unschlagbar. Ich gebe dir einen goldenen Pfannenwender, wenn du meine Zeit schlagen kannst. Cool. Nein, wir werden erstmal uns die Strecke angucken. Ich will mal kurz gucken. Ich will mir kurz den Pfannenwender holen, der am Ende der Strecke liegt. Ich muss mir kurz einfach wieder auf die Strecke angucken. Weil wir auch nicht wissen, wie weit sich jetzt irgendwie Sache, was Sache ist. Geschenke öffnen ist klasse. Oh Gott. Oh Gott. So. Wahrscheinlich müssen wir wieder übelst abkürzen. Aber egal, ich weiß auch nicht, was auf mich zukommt. Das ist ein Checkpoint. Das ist aber eine schöne lange Strecke. Krasse Strecke. Uns fehlen noch 5 Anwender zum. Autsch. Nein! Es fehlen noch 5 Anwender zum letzten Finale, zum Finale, glaube ich, oder weniger fast. Oh, Alter, das habe ich jetzt gerade ein bisschen durcheinander gebracht wieder. Ja, wie viele haben wir noch, ne? Wie viel haben wir noch? Das weiß ich aber auch kompliziert. Ich will es mir einfach nur mal angucken. Schneeballschlacht. Du kannst auch mal hier probieren. Oh, Alter. Alter. Boah. Ja, das war mir fast klar, dass ich das Ding kommt. Okay, wir müssen tatsächlich, dürfen tatsächlich nicht die Bahn nehmen, weil die, glaube ich, schwerer ist. Gut, also nehmen wir doch die kurze hier. Oder auch nicht. Ja, ich würde sagen, wir haben mal mir mal den Überblick verschärfen. Vermutlich wird man dann auf Zeit, dass. Das kann ich schon sehen. Ach, der rutscht auf seiner Zunge, sehe ich das jetzt gerade erst. Aber das war natürlich klar. Und da darfst du nicht hängen bleiben. Super! Alter. Oh, Alter. Alter, hau doch von mir! Was wollt ihr mich von mir? Halt ab! Alter, was macht ihr? Was ist das für eine Scheiße? Hast du schon wieder von dir? Ich bin gerade am Checkpoint. Okay. Okay. Puh. Ziemlich ausgeschlossen, dass wir die beim ersten Mal packen. Wir stehen schon wieder da unten. Ich will da einmal, ich muss ja hier einfach einmal abschließen, weil wie gesagt, am Ende des Levels ein kleiner Pfannenwender wartet, den wir noch mitnehmen wollen. Alter!
Jetzt müssen wir einen Checkpoint weiteren. Ja, jetzt geht's gerade so ein bisschen. Also, was ist das für eine Bahn? Die ist ja schön lang. Die ist ja krass. Was, das finde ich? Nein! Aber ich wollte nur kurz mal eben. Gut, wir haben es eh geschafft. Jetzt. Fünf Futter. Oh, Alter. What the fuck, ich wollte mal ein bisschen mehr, ich wollte die Scheißmaschine wegkriegen. Da ist doch eine. Danke, das war keine Ahnung, das war geil. Da, jetzt hole ich euch. Geh weg. Oh, Alter. Oh nein. Oh nein. Okay, den haben wir schon mal erwischt. Das heißt, wir müssen noch da oben den einen erwischen. Oh, super. Wie ist das hier? Und dann fällt damit der letzte Dings. Habe ich jetzt tatsächlich die... So, ich habe jetzt Gott sei Dank Nummer 36 abgeschlossen. Also wir haben jetzt erstmal zumindest die Bahn. So, da ist die Kiste. Tschüss. So, wir sind bei Larry. Geschenke öffnen ist klasse. So. Aua. Niemand ist schneller. Jetzt können wir nämlich die Zeit angehen mal. Jetzt wissen wir nämlich, was Sache ist. Wir haben den Funwender, wir haben das Level einmal gesehen. Und probiert jetzt. Wie viel gibt er uns denn Zeit? 2 Minuten. Okay. Ja, vermutlich, das war das. Ich glaube nicht, dass wir das beim ersten Mal schaffen. Das ist, glaube ich, ziemlich ausgeschlossen. Mit der Ansage. Niemand ist schneller als... Nee. Ich weiß aber nicht, ist final, wie viel Zeit wir noch übrig haben. Das ist es halt, ich muss mich... Wenn das aber so knapp ist wie bei der Bahn von Kuppelblase, ja, dann wird das eine andere Ausnummer werden. Ich hoffe nicht, dass es so knapp bemessen wird. Aber gucken wir mal. Nee? Diesmal haben wir keinen Checkpoint, wenn wir verkacken war. Und jetzt geht's wieder. Jetzt wird's wieder witzig. Jetzt gehen nämlich die Sandschlachten los. Oh, den hab ich nicht gesehen. Oh Gott, diesmal haben wir's geschafft. Oh, Alter.
Das war mir fast klar. Ich habe diese scheiß Insel nicht gehabt, auf dem Schirm gehabt. Das ist nach Hause. Müssen wir sie gar nicht. Aber es geht um Verwende. Darum müssen wir die da mitnehmen. Boah, das war ein bisschen zu viel gewollt. Das ist gut. Egal. Ah, das niemand ist Glück. Ist schneller. Dann brauchen wir jetzt. Scheiß Insel gehabt hätte. Den habe ich. Warte mal, jetzt muss ich gerade ein bisschen konzentrieren. Zwei haben wir so. Das war mir klar, dass ich dann zu viel will. Niemand ist. Jetzt will ich aber keine Referenz, weil ich noch nicht im Ziel war, aber ich bisher versuchen zumindest aber mal. Diesmal nicht. Es geht um den scheiß Pfannwender. Ich will diesen Kack-Pfannwender haben. Schenke öffnen ist klasse. So, jetzt geht's gleich. Die Sandkugeln. Frage, kann ich hier abkürzen? Ich bin bereit. Es war mal ein Versuch wert. Ich dachte mir auch, ich kann es. Darf ich mal zersplitten? Nein, alles gut. Dann müsst es nochmal. Also, Fakt ist, wir dürfen nicht dort abkürzen. Frage ist, wenn man auf den unteren Teil der Strecke springt, ist das legal? Können wir das? Ich glaube aber, ich würde sagen nein. Weil ich glaube nicht, dass das annimmt.
Okay. Ich sollte mal tun, jetzt aufpassen, hier die Dinger nichts mitzunehmen. Die ganzen Steine. Weil die kosten nämlich richtig Leben. Wie das hier zum Beispiel. Nur 15 Sekunden noch. Schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Wie viel haben wir denn noch? Boah, wir haben ja noch eine Strecke vor uns gehabt. Wie soll ich das denn schaffen? Überleg mal, wenn wir jetzt mal überlegen, wir sind gerade hier an der Strecke, wie viel Strecke wir noch haben. Die Zeit ist doch nie. Alter, wie soll ich das denn gut machen? Abkürzert. Soll ich das ab. Eine Idee wäre, nee. Warte mal. Ja, blöde Idee. Das kann ich abkürzen. Einfach mal. Alter, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das denn schaffen? Ich würde fast sagen, scheiß auf den Fernwender, wir werden den nicht schaffen, aber ich versuche es jetzt nochmal mit der Abkürzung. Wir schaffen es mit der Abkürzung. Niemand ist schneller. Scheiße. Frage, hat das jetzt gezählt? Wir sind nämlich hier schon. Das hat ein bisschen Zeit gekommen, brach vielleicht. Vielleicht reicht es, bringt das ja, das ist tatsächlich die entscheidende Zeit. Wir haben doch anderthalb Minütchen. Ich dachte, wir uns tatsächlich mit einer Abkürzung hier, ein bisschen mit Fu, ja, aber. Jetzt hier die echte Zeitspanne. Überleg mal, wenn man das. Das ist, muss ich gleich aufpassen, dass da noch einer steht. Oh, warte. Nein. Scheiße. Nicht, dass das wirklich uns was bringt. Bereit für einen weiteren fantastischen Tag. Niemand ist schneller als... Weil hier unten ist ja die Bahn. Wenn ich die jetzt wieder nutze und mir dadurch ein bisschen Zeit spare. Geschenke öffnen ist klasse. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt gespart haben. Das werden wir gleich sehen, wenn wir uns hier sein sollten. Wie viele Pisten sind das insgesamt? Weil Theos hat gesagt, wie viel macht die Pisten Roboter frei. Das heißt, ergo müssen wir die ganzen Pisten abarbeiten. Noch eine Minute. Ich spare jetzt bewusst mal die.
Ja, das könnte funktionieren tatsächlich. Ich glaube, wir haben Zeit. Da habe ich mega Zeit gespart, dadurch. Ich habe mich verfahren. Scheiße. Los, SpongeBob, es ist dein Geburtstag. Ich will die Kacke da warm, Mann. Niemand ist schneller. Okay, das war kein. Ich wollte das scheiß Ding auf das Ding da drauf. Ich wollte nicht wissen, was der da bringen würde. Niemand ist schneller.